Gabi. Herzlich willkommen, Christian Bischke. Schön, dass ich da sein darf. Ja, wunderschön, dass du heute wirklich geschafft hast, heute zu uns zu kommen und dass wir heute mal dich als Ex-Sänger von Pures Glück im ausführlichen Interview haben. Sehr gerne. Um dich da draußen den Leuten mal so richtig bekannt zu machen. Auch mal so ein Sänger, der eben nicht nur Fragen über Schlager oder sonst was beantwortet, sondern auch wirklich mal so ein paar andere Sachen, um dich einfach mal näher kennenzulernen. Sehr gerne. Sehr gerne. Ich bin bereit für alles. Für alles, hat er gesagt. Uiuiuiui, das wird fast aber alles spannend. Ja, ich komme eigentlich mal so zu meiner Eingangsfrage. Ja. Wann hast du in deinem Leben gelernt, Verantwortung für dich selbst zu übernehmen? Für mich selber. Das hat eigentlich, meine Eltern haben mich eigentlich recht früh gelehrt, für mich selber Verantwortung zu übernehmen. Klar, Pubertät und sowas, das ist, da hat man auf nichts Bock. Mhm. Aber irgendwann, ich sag jetzt mal so 15, 16, dann fing das an, wo ich auch tatsächlich die ersten DJ-Gigs gemacht habe, ersten Auftritte hatte. Und das ist so, ja, dann muss man halt für sich selber so ein bisschen sorgen schon mal. Mhm. Equipment dran schaffen oder irgendwas organisieren. Und und dann fängt das Ganze halt auch an, gerade auch Partys und sowas, ne? Das ist die Zeit. Und da habe ich auch schon sehr viel für mich selber gesorgt und auch Verantwortung übernommen, dass ich auch gerade mein finanzielles Leben auch selber gestemmt bekomme. Das fing dann langsam an. Meine Eltern waren natürlich immer da und haben mich immer unterstützt. Ja. Aber so fing das langsam an. Und das war mir auch irgendwie immer sehr wichtig. Das fängt beim Führerschein an, geht dann übers eigene Auto irgendwann. Mhm. Ich weiß es noch, ein weißer Opel Astra mit einer roten Heckklappe. Sehr experimentell, aber ja, das, was man für das Geld bekommen hat, ne, was man so dann sich nebenbei verdient hat. Und so fing das an. Genau. Und wann hast du das erste Mal auf einer Bühne gestanden? Alleine irgendwie? Ganz alleine. Ja, doch. Das war so mit, ganz genau weiß ich nicht mehr, aber es war auf einer Weihnachtsfeier von einer Kinderinitiative. Und da kam dann immer der Nikolaus und hat die Geschenke von den Eltern gebracht, was man natürlich nicht wusste. Man hat gedacht, das ist, ne, vom Nikolaus. Und und dann habe ich da ein Gedicht vorgetragen und ein Lied gesungen. Mary's Boy Child, kennst du vielleicht? Ja. Ja, kann ich aber vielleicht mal raussuchen. Da hatte ich noch so ein Prinz-Eisenherz-Schnitt. Ja, aber so fing das an. Und dann nachher Kirchenchor, irgendwann ging das in die Schulaula. Mhm. Und da war dann so mein Zuhause da auf der Bühne. Und wenn andere lernen mussten, nee, ich muss proben. Das war gut, doch. Da hast du dich also schon relativ früh von den anderen so abgesetzt, ne? Ja, tatsächlich, ja. Mhm. Kann man so sagen. Also immer schon für die Bühne gelebt. War immer schon dein Traum oder wolltest du irgendwie auch mal einen anderen Beruf erlernen? Ganz ursprünglich, mein Vater ist Polizist und wollte ich da rein. Und ich muss sagen, ich bin jetzt nicht so der Schulfreund gewesen. Ich habe jetzt nicht geschrien, juhu, ist es Schule. Ich meine, wie alle. Juhu, es sind Ferien. Ja, genau. Wie alle im Nachhinein, die sagen, oh, was war das für eine geile Zeit eigentlich? Ne? Doch. Aber da war das halt nicht so. Und um Polizist zu werden, musste man ganz schön büffeln. Mhm. Und das war dann nicht so mein Ding. Ja, und dann ging das irgendwie in Richtung halt künstlerische Tätigkeiten und das hat mich dann zum Mediengestalter geführt. Mhm. Ja, wo ich meine Ausbildung dann beim Fernsehen gemacht habe und und da auch natürlich sehr viel Erfahrungen gesammelt hat, auch für Showbusiness und so weiter. Also, ja, das ging da so in die Richtung. Ja, ich sag mal, diese Grundausbildung, die hat dir ja eigentlich auch im Prinzip in dieser beruflichen Laufbahn Sänger auch weitergeholfen, ne? Dass du da irgendwo viele Dinge irgendwie für dich nutzen konntest, oder? Ja, auf jeden Fall. Man lernt natürlich sehr viel, auch kann sich auch viel von anderen abgucken, ist ganz klar. Man erfindet das Rad nicht neu in der Regel. Man kann für sich seine Charaktere eben ausbauen, aber die grundsätzlichen Dinge, welche Bewegungen man vielleicht dann nicht unbedingt auf der Bühne macht oder vor der Kamera und Winken ist immer ganz interessant, ne? Ja. Hallo, da ist eine Kamera. Genau, ja. Das hat auf jeden Fall geholfen. Mhm.
Ja, und dann irgendwann bist du ja dann zu PG gekommen, also Pures Glück. Dann habt ihr gemeinsam ein Duett gehabt. Genau. Der bekannteste Hit kennt jeder von euch da draußen, Norderney. Alright. Ne? Ganz genau. Und das war halt eine schöne Zeit, eine Erfahrung. Wir zwei. Ja, genau. Wir zwei, okay. Auf Norderney. Auf Norderney. Ich habe euch ja schon wirklich sehr, sehr lange begleitet. Das auch ist richtig. Als vielen Duett. Vielen Dank dafür. Ja. War auch da eine schöne Zeit. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich war schon sehr traurig, als es hieß, Pures Glück trennt sich. Jeder macht so ein bisschen sein eigenes Ding. Aber okay, das ist halt der Lauf der Zeit. Und so muss man es halt hinnehmen, ne? So. Aber jetzt nichtsdestotrotz, du startest jetzt deine eigene Karriere. Genau, ich gebe alles. Und es dauert auch nicht mehr lange, dann gibt es den ersten eigenen Song von Christian auf die Ohren. Ganz genau, und das wird gefährlich gut. Du so heißt ja der. Du schon mal reinhören. Oh ne? Ja. Wird ein guter Song, also muss ich sagen, gefällt ich mir auch. Sehr, sehr gut. Ich denke auch. Also ich bin da sehr zuversichtlich. Ein toller Song, der halt auch verschiedene Facetten zeigt in einem Song. Halt auch mal kurz ein bisschen ruhiger wird und dann wieder Gas gibt. Und auch vom Text her, wo ich sage, super geschrieben. Lieben Dank dafür an der Stelle. Und produziert von Oliver Deville. Ja, und auch kein Unbekannter, der den Text geschrieben hat. Ne? Ganz genau, der schreibt auch für Andrea Berg, Udo Jürgens hat er geschrieben und so weiter und so fort. Also deswegen bin ich natürlich auch wahnsinnig stolz, dass ich diesen Song singen darf, vor allen Dingen zu meiner ersten Platte machen darf. Und ja, das ist was Besonderes. Ja, da lassen wir uns dann alle mal überraschen, ne? Denn es dauert wirklich nicht mehr lange, 12.4., ne? 12.4. ist im Gespräch. Ich bin gerade noch quasi per Funk verbunden. Man hat mir noch nicht das 100%, aber zu 99%. Also, lassen wir uns überraschen. So, und jetzt gehen wir mal so ein bisschen weiter. Ja. Was war für dich die wichtigste Lektion, die du bisher in deinem Leben gelernt hast? Und lebst du auch nach dieser Lektion? Boah, die wichtigste Lektion. Ich glaube, das war immer so ein bisschen diese... dass einfach Ehrlichkeit und Treue immer irgendwie weiterkommt. Manchmal wird man, wenn man ehrlich ist, dann wird man nicht von jedem gemocht. Mhm. Das ist so. Aber am Ende braucht man sich halt nie irgendwas vorwerfen und sagen, oh, gut, dem bin ich jetzt lang genug hinterhergerannt und dem, wie sagt man so schön, hier, in den Hintern gekrochen. Nee, also immer schön geradeauslinig und ich sage auch eigentlich immer, was ich denke. Wir haben ja eben auch schon ein bisschen gesprochen und ich finde das immer ganz wichtig. Jeder hat auch seine Meinung und wenn man unterschiedlicher Meinung ist, okay. Aber ich finde, die Wahrheit ist immer ganz wichtig und das ist so eine Lektion, wo ich immer sage, okay, dann mag mich der eine vielleicht nicht, aber das ist dann auch okay. Damit kann man dann leben. Ja. Ich sag mal, man kann ja auch nicht jeden Tag gleich gelaunt sein. Du bist das auch ein sehr lebensfroher Mensch. Du kannst tierisch lustig sein. Du kannst aber auch ein sehr ernster Mensch sein. Das kann ich Wir auch. Kennen uns ja jetzt schon ein paar Jahre und das kann ich eigentlich auch wirklich so bestätigen, ne, dass es so ist. Aber nicht jeder ist jeden Tag gleich. Das funktioniert ja gar nicht. Genau, richtig. Was ist die größte Lüge, an die du einmal geglaubt hast? Ach, die größte Lüge, die ich jemals geglaubt habe. Du fragst Sachen. Tja. Boah, da muss ich aber jetzt, also ich habe jetzt keinen Punkt, wo ich sage, boah, das war was. Ich habe jetzt so, ja, klar, zu Kindeszeiten, aber ansonsten jetzt nicht, klar, hier Nikolaus und so was. Ja, ne? Sitz nicht zu lange vorm Fernseher, du kriegst viereckige Augen. So der Klassiker, ne? Aber jetzt nicht. Aber da hast du doch dran geglaubt, oder nicht? Da habe ich auch dran, aber die größte Lüge würde ich jetzt nicht, aber ja, das sind so ein paar kleine, sag ich mal, ne? Stell dir vor, ich wäre ein Eskimo am Nordpol. Und du müsstest mir einen Kühlschrank verkaufen. Ja. Wie würdest du versuchen, mich zu überzeugen? Ich würde dich versuchen zu überzeugen, dass ich sage, dass er ja verdammt gut kühlt, demnach auch gut gedämmt ist und dass du den Schalter auch einfach umkehren kannst und es warm machen kannst und darin schlafen kannst. Ja, ist gut Super isoliert. Idee, oder? Gut, ja, ist ja gut isoliert. Genau, ne? Man kann ja einfach sagen, du musst den Stecker einfach andersrum in die Steckdose stecken und dann wird's warm.
Ja. Ich wüsste sonst. Der Detmar? Der lacht sich da gerade schimmelig. Ja, aber ist doch nett, ne? Wäre doch eine Idee, oder? Ja. Bist du eher liebevoll oder streng mit dir selbst? Ich bin eher streng mit mir selbst. Doch. So schätze ich dich auch ein, ja? Doch. Ich muss da selber so ein bisschen manchmal auf mich achten und sagen, ah, okay, doch, ich bin streng mit mir. Das kann man so sagen, ja. Vermeidest du einen Konflikt und schmolzt? Oder nimmst du lieber einen Streit in Kauf? Boah. Ich glaube, ich hab beides. Also, man wird ja reifer mit der Zeit, ne? Das ist so. Ich hatte auch eine Zeit da, wenn das nicht meiner Meinung war, dann habe ich geschmollt, da war ich ja eine Diva, wirklich. Aber mittlerweile, ich glaube, es gibt beide Seiten so ein bisschen. Es kommt auf die Situation an. Also ich kann das jetzt nicht festlegen. Es gibt mit Sicherheit mal, wo ich sage so, okay. Oder es gibt mit Sicherheit auch den Punkt, gerade wenn es zu Hause irgendwie was gibt, wo man weiß, man hat Recht, dann gibt es kein Zurück. Okay. Dann gibt es kein Zurück. Ja, wirst du das dann auch in die Erziehung von deinem Futzemann da reinnehmen oder wie? Ja, von der Futzefrau, genau. Futzemädchen. Genau, Futzemädchen. Bestimmt ein bisschen. Ich glaube, dass ich, oder ich glaube, ich, dass ich, wie soll ich das ausdrücken, schon ein wenig streng bin, aber ich habe ja auch zwei kleine Nichten und das ist dann immer so, man fühlt sich so auch so ein bisschen dann verantwortlich natürlich auch für die und dann ist man streng, man will ja eigentlich nur das Beste, ne? Aber es kommt auch wieder auf die Situation an, weil man muss halt auch einfach die Grenzen klar machen, ne? Und das finde ich, wenn man halt immer nur so, ach ja, so Larifari, ja, ich glaube, der Typ bin ich nicht. Nein. Warten wir es mal ab, weil die kleine Maus ist nämlich mal gerade ein Vierteljahr alt. Genau. Ne? Jetzt ist noch alles süß und toll und schön, aber warten wir es mal ab. Wir reden noch mal drüber. Ja, das können wir gerne machen. Vielleicht. Weil gerade die Mädels, die drehen ja doch den Papa so immer so schön um den Finger das rum. Das kann passieren. Ich glaube, das schaffst du jetzt schon, oder? Mal sehen. Ja, doch, manchmal schon. Ja, doch, da ertappt man sich schon dabei. Wann hast du das letzte Mal irgendwas total Neues ausprobiert? Was total Neues ausprobiert? Wir fahren jetzt tatsächlich demnächst campen. Das hört sich jetzt aber, ich war ewig nicht mehr, also wirklich mit Wohnwagen und dann hier in Richtung Zugspitze, also auch wandern gehen und sowas. Also normalerweise sind wir so, wenn wir Urlaub machen, Strand, erholen, Pool, Cocktails und so weiter und so fort. Na, aber wir lassen uns einfach mal darauf ein und sagen, gut, wir fahren mit guten Freunden und ja. Ich kann mich dran erinnern, als Kind, es gibt nichts Schöneres für Kinder als so Urlaub auf dem Bauernhof und das geht nur im Allgäu. Das ist einfach traumhaft. Ja, doch. Also wir sind auch und ich auch zu meiner Kindeszeit und jetzt immer noch, demnächst im Mai wieder, fahren wir in den Bayerischen Wald auf den Reiterhof. Und für die Kinder ist das ein Traum. Ja, ne? Ich meine, es ist auch schön für die Erwachsenen. Wir können am See, es gibt, können ein bisschen angeln, es gibt lecker Bierchen. Also für jeden was dabei. Genau. Ne? Doch, toll. Das ist schön. Welches Ereignis aus deiner Vergangenheit beeinflusst deine Gegenwart am meisten? Es ist jetzt kein direktes Ereignis. Es sind so viele Tatsachen, die einfach auch in letzter Zeit gerade musikalisch passiert sind, auch in der Branche, wo man einfach Schlüsse draus zieht und demnach reagiert. Ne? Ich meine, du weißt ja auch sehr gut, wie es in der Branche ist. Und es ist leider nicht immer alles Friede, Feuer, Eierkuchen, aber
ja, man erlebt da leider einiges, sei es eine Trennung oder einfach mit Veranstaltern, mit anderen Künstlern, mit Fans. Ich glaube, das sind so viele Ereignisse, die einen auch so ein bisschen leider abstumpfen. Mhm. Und das ist mir schon des Öfteren aufgefallen, dass das, was ich jetzt gar nicht so positiv finde, aber es ist leider so, ne? Aber ich glaube, das ist, glaube ich, in allen Bereichen so, ne? Ich denke mal, jeder Beruf bringt irgendwas mit sich, wo es irgendwo ähnlich ist, ne? Genau, genau. Bei welcher Entscheidung in deinem Leben warst du dir am sichersten? Bei welcher Entscheidung war ich mir am sichersten? Als ich um die Hand von meiner Freundin angehalten habe. Schön. Ja, doch, das war so ein Moment, wo ich gesagt habe, es gibt keine andere. Ja, ja. Punkt. Punkt. Das lassen wir undokumentiert stehen. Einfach so. Ja, Schatz, ne? Lass schon mal Badewasser ein. Ja, das ist Liebe, oder? Ja. Mann, 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 Mann. Ja. Christian, gibt es etwas in deinem Leben, was du unbedingt noch irgendwie ausprobieren möchtest? Ausprobieren? Es gibt so viele Sachen, die ich ausprobieren möchte. Ich bin ja so ein bisschen so ein Adrenalin-Junkie. Mhm. Nicole zum Glück auch. Wir besuchen ja recht viele Freizeitparks und haben auch noch demnächst so ein House-Running zu zweit und sowas. Wow. Also jetzt demnächst muss ich irgendwie noch Bungee-Jumping machen und ja gut, das hätte ich jetzt gut. Ich muss es machen. So, nee, aber es gibt so also viele nicht freiwillig. Sachen, die ich, nee, es wurde mir geschenkt. Ne? Also musst du. Na gut. Genau. Hoffentlich ist einer mit der Kamera dabei. Das wollen wir doch sehen, oder? Auf jeden Fall. Und ansonsten halt alles so, was mit Action, Adrenalin zu tun hat. Also was ich zum Beispiel auch gerne mal machen würde, ist dieses, da wirst du unten an einen Helikopter dran gehangen. Und du liegst und dann fliegt der mit dir. Geil, geil. Das ist was für mich. Echt, das ist... Doch, das würde ich, glaube ich, mal ausprobieren. Ja. Ja, also all solche Dinge. Gerne, schickt mir die Gutscheine rüber. Also ich glaube, bei ihm weiß man immer, was man ihm zum Geburtstag schenken kann. Ja, ja, nein. Irgendwas Actiongeladenes. Also das immer, immer, sehr gerne, ja. Du kannst einen Tag und eine Nacht lang tun, was du willst. Geld ist egal. Und niemand wird je davon erfahren. Was würdest du tun? Ich glaube, da sind wir beim gleichen Thema. Ich glaube, so ein Freizeitpark für uns alleine und dann mit Hotel, ne, schön in der hier in der Präsidenten-Suite dann dabei. Ja, das ist unser. Nur für uns, keine Wartezeiten, durch den Hinterausgang rein. Optimal. Na denn. Was für eine Eigenschaft an dir treibt andere in den Wahnsinn, die du aber als Stärke siehst? Boah. Ich glaube, dass ich so bei einigen Sachen so ein bisschen das alles perfekt haben möchte. Ne? Perfektionismus so ein bisschen, wo andere immer sagen, oh, beruhige. Ich will das aber erledigt haben und ich will das gut haben und es soll früh genug, es soll auch nichts schief gehen und ist quasi Segen und Fluch zugleich. Mhm. Ne? Also, weil, ja, kann natürlich in dem Fall auch mit Sicherheit mal nerven, aber im Grunde denke ich doch, das ist es. Ja. Ja. Was sind die drei bedeutendsten Dinge in deinem Leben? Die drei bedeutendsten Dinge. In meinem Leben ist ganz klar, ganz vorne Familie. Ohne die geht nichts. Also egal was wäre, wir haben wirklich einen sehr, sehr starken Zusammenhalt bei uns in der Familie. Und das ist auch wirklich einfach schön, weil unsere beiden Familien von uns, da erfahren wir dasselbe eben. Es ist nicht bei dem. Es gibt ja nun mal auch Familien, die sich nicht so grün sind, aber bei uns ist das quasi eins. Das ist großartig. Das ist top. Punkt Nummer eins. Wie war die Frage nochmal? Deine drei bedeutendsten Dinge. Bedeutendsten, genau. Ich habe noch nichts getrunken.
Kann ich außer beschwören. Kalt, außer, Kaffee außer und Wasser. Kalt und Kaffee und warmes Wasser. ansonsten ganz klar mein Freiraum dann noch, den brauche ich auch manchmal. Also ohne das werde ich wahnsinnig. Mhm. Und dann die dritte Sache, also klar, meine Tochter ist mit in Familie inbegriffen, ne? Das ist logisch. Das steht dann als erster Stelle. Aber ansonsten, ich glaube, Camembert. Gebackener Camembert. Echt? Ist ohne Quatsch. Boah, ich kann nicht ohne. Stirbst du ohne? Ja. Ja. Echt? Das ist geil. Das könnte ich auch tagtäglich essen. Das ist natürlich, das ist gefährlich gut, ist das. Ganz viele Kalorien. Ja. Ja, echt, das ist so ein Punkt, weil mehr brauche ich eigentlich nicht. Familie, Camembert und klar, mein Freiraum. Diese Dinge zusammen und ein Leben lang. Ja, und Christian ist glücklich. Also. Klar, die Musik gehört natürlich dazu, aber ja. Die Musik, ja, die geht ja auch in der Familie. Die geht ja ohne Kamm. Die geht ohne Kamm mehr nicht. Genau. Witzig, ne? Ja. Lass die Zeit der letzten Wochen einmal Revue passieren. Wann und wobei hast du dich das letzte Mal so richtig leidenschaftlich und lebendig gefühlt? Leidenschaftlich und lebendig. Bei der Geburt meiner Tochter. Auf jeden Fall. Mhm. Doch, das war ein Erlebnis, das haben auch immer ganz viele gesagt. Und es ist so toll. Und das kann man einfach nicht mit Worten beschreiben. Ne? Aus, Detmar! Aus! Dann ist diesmal der Hund. Redet. Ist das gut? Jetzt fängt die noch an zu grunzen. Schweinchen Gabi. Ist das gut? Ich krieg den Camembert nicht aus. Ja. Scheiße. Hab ich auch noch nie gehabt. Oh, nee, nee. Oh Mann. Was hast du in den letzten 12 Monaten... Ja, schön. Schön. Ja, schön. Ach, ja. Kann so bleiben. Was hast du in den letzten 12 Monaten über dich selbst gelernt? Dass ich bei manchen Dingen, glaube ich, so ein bisschen geduldiger sein muss. Ich bin, wie gesagt, spielt auch wieder ein bisschen zusammen, dieser Perfektionismus. Und manchmal brauchen manche Sachen einfach mal eine Nacht, zwei Nächte, drei Nächte, und um auch vielleicht richtige Entscheidungen zu treffen. Und ja, doch. Geduldiger. Welche Rolle spielen Liebe und Zuneigung in deinem Leben? Klar, eine große Rolle. Jetzt ist es so, dass ich glaube, ich erst seit ein paar Jahren so ein bisschen, ich war immer sehr zurückhaltend, was das anging, sehr, sehr vorsichtig. Vielleicht hat das auch damit zu tun, dass ich auch halt eben schon einige Enttäuschungen erleben musste. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen, also nicht allgemein die Liebe nur jetzt zu Frauen, sondern ja, allgemein. Und das ist dann so, ja, das mittlerweile ist es so, dass es eben eine große Rolle spielt und dass ich es auch viel zeige, also gerade im Privaten, ne? Ja, ja. Aber
ja, wie gesagt, das hat sich auch mit der Zeit gegeben. Das ist, ja, ich war sehr früher immer sehr distanziert zu sowas. Mhm. Ich denke mal, deine Frau, die hat sich da ganz heftig ins Zeug gelegt, dich so zu ändern, ne? Nee, tatsächlich gar nicht. Sie hat mich nicht geändert. Und das ist ja auch das, was ich so großartig finde, weil sie eben mich kennengelernt hat und so akzeptiert hat und schon immer so damit gelebt hat und alles akzeptiert hat und ich aber für mich so ein bisschen ja, das Gespür bekommen habe, dass ich da vielleicht auch so ein bisschen zu distanziert war manchmal bei manchen Dingen, aber egal, ob es jetzt bei ob es um die Liebe geht oder ich sag jetzt mal die Liebe zu Freunden, ne? Mhm. Diese Freundschaftlichkeit und ja, das ist einfach mittlerweile, ja, bin ich da, ich sag jetzt mal, entspannter und zugänglicher. Welche zwei... mein kleiner Kamenbär. Der verfolgt mich. Den werde ich so schnell nicht vergessen. Ja, das ist gut so. Welche zwei Dinge, Gegenstände, okay, brauchst du zurzeit in deinem Leben am meisten? Gegenstände, zwei Gegenstände, die ich am meisten brauche. Hui. Das ist ganz klar mein Handy. Das ist nun mal so. Man kommuniziert darüber und ja, gerade jetzt, wo ich meinen neuen Song aufgenommen habe und so weiter, das ist halt, ja, ohne das geht gar nichts. Ansonsten, was brauche ich denn noch? Gabi, zwei Dinge. Einen habe ich noch. Nein, das ist... Camembert ist kein Ding. Aber lecker. Ja, ich glaube, es gibt da so, dann ja, geht die Priorität schon steil bergab und dann hält sich das alles so in Waage. Im Moment, ja, was brauche ich grundsätzlich? Glätteisen. Ja. Echt, dafür? Ja. Nee. Kein Witz. Nee. Ja. Die sind doch so kurz. Ja, aber sobald ich da irgendwie mit irgendeiner, ich sag mal, feuchteren Substanz, ob mit Haargel oder Haarlack oder ja, ne, Haarspray oder so dran gehe, dann fangen die an, sich langsam, ich habe eigentlich leicht welliges Haar. Kräuseln. Und nicht Kräusel, sondern welliges Haar. Früher hatte ich auch Löckchen. Ach, ja. Süß, der Christian mit Löckchen. Ja. deswegen, ja, doch. Ja, also... ein sehr wichtiges Utensil, ne? Also um die Haare, das Styling so hinzukriegen. Also Haare sind mir schon immer sehr wichtig. Ich muss auch sagen, auch mit der Zeit jetzt, das ist Wahnsinn, das hätte ich früher nie geglaubt. Ich meine, ich bin da immer noch sehr empfindlich. Meine Familie weiß das, die darf mir nicht an die Haare gehen. Das ist wirklich, ja, gerade wenn ich dann irgendwie öffentlich rausgehe oder so, das ist, ja, das kann ich nicht ab, das mag ich gar nicht. Ach nee. Ja. Ja. Da wird da, glaube ich, aber, ein bisschen zickig. Aber, ja, das kann ich, genau. Aber ja, mittlerweile, ich sag, darf man da schon mal dran gehen, aber ne, sanfte. Ja. Ja, gut. Ich kann mich noch an ein Interview erinnern. Da haben wir auch so wahnsinnig viel gelacht. Ja. Das war auf einem Straßenfest in Köln. Wir waren war total geschwitzt hinter der Bühne, wo dann diese Kanone losging. War alles voll. Ich hatte es überall. Ja. Du hattest auf jeden Fall überall. Mein Gott, aber es war lustig. Es war lustig, ja, schön. Wirklich. Auch diese Sachen vergisst man im Leben nicht. Ne? Nein. Ja. Schöne Momente, auf jeden Fall. Ja, das sind die Momente im Leben, wo ich einfach immer sage, was auch irgendwo eine Freundschaft ausmacht, wenn man sich etliche Jahre schon kennt und sagt, hey, wir kennen uns schon so viele Jahre, man vertraut sich ja auch irgendwo und es ist ja ein ganz anderes Ding. Ne? Ganz genau, wie weit man gehen kann und genau. Und die sind immer sehr weit gegangen. Es war immer lustig, wir haben immer Spaß gehabt, das war echt toll. Wenn es eine Sache gäbe, die du an dir ändern könntest, welche wäre das?
die ich an mir ändern könnte. Ich glaube, das ist tatsächlich, ja, wobei, würde ich es ändern wollen? Ich bin einfach tatsächlich gerade privat immer so, dass ich sage, okay, wenn irgendeiner etwas erzählt und ich weiß es besser, dann korrigiere ich. Ja? Das ist genauso wie ess langsam, iss langsam. Mhm. Ne? So Sachen. Ja, weil ich glaube, aber ich will doch nur helfen. Oder? Aber ansonsten, ich bin eigentlich mit mir zufrieden. Mit Bier oder mit dir? Mit beidem. Mit beidem, genau. Ja, genau. Also wir sagen einfach, mit deinem neuen Song startest du jetzt erstmal richtig durch. Das wird gefährlich gut. Es wird gefährlich gut. Zieht euch warm an. Oh yeah. Christian geht auf die Bühnen hier überall im Umkreis und wird euch den Song vorstellen. Nee, genau. Also wie schon gesagt, es wird echt gefährlich. Gut. Und ja, ganz genau. Wir wünschen dir natürlich zum Start mit deiner neuen Single. Und es wird auch ein Video geben, ne? Es wird ein Video geben. Das dauert zwar noch ein bisschen, aber das wird richtig gefährlich. Da reden wir aber nicht drüber. Nein. Auf gar keinen Fall. Ich weiß es ja schon. Top Secret. Das ist Top Secret und es ist echt, es ist auf jeden Fall was. Neue Erfahrung. Eine komplett neue Erfahrung, ne? Auch für dich. Ja. Ich freue mich drauf. Ich bin gespannt, wie du dich da schlägst. Ich auch. Vielleicht sehen wir uns wieder, Gabi. Vielleicht. Wir wünschen dir ganz, ganz, ganz viel Glück und Erfolg und bleib so, wie du bist. Lustig immer. Und immer gut drauf. Und mit viel Camembert in der Tasche. Mit viel Camembert und jetzt... Genau. Ah! Bist du des Wahnsinns? Siehst du, das lässt er nicht. Nein. Ich musste die Gelegenheit jetzt wahrnehmen und ja, ich sage einfach mal Danke und tschüss. Sehr, sehr gerne. Macht's gut. Tschüss. Ciao.